Und hier neuer Vlog von mir aus dem Auto, passend zum Thema der nächsten Vlogs, weil mein Auto schaut echt ein bisschen aus. Die nächsten Vlogs werden nämlich werden, ich mache mein Auto wieder sommerfit und sauber. Warte. So, ich mache mein Auto wieder sommerfit und sauber, Sommerreifen drauf, sauber machen. Ich will das ein bisschen mit filmen und schneiden. Und es wird auf jeden Fall irgendwas Aufwendigeres wieder werden, so wie das, die letzten paar Vlogs, die ich ja gemacht hatte, wo ich echt ein bisschen Spaß hatte, bis auf am Schneiden. So am Aufnehmen und das ganze Zeug hatte ich echt Spaß gehabt. Nur schneiden tue ich nicht gerne. Überhaupt nicht gerne. Es hat echt lange gedauert, bis ich das endlich mal geschnitten hatte und alles oder gemacht hatte. Da war nämlich dann schon ein Monat, anderthalb Monate fast später. Ja, passiert. Dann, warum ich das auch wegen filmen will, ist, ich habe es ja gesagt, ich will mal wieder mehr Vlogs machen und alles. Und ich will ja auch nicht immer nur so wie jetzt hier in die Kamera reden, sondern auch mal irgendwas anderes wiederbringen, und ich habe einfach Lust dazu. Und da ich mein Auto sowieso, wenn ich das mache, eh ein Riesenaufwand wird von solchen Klimaspray-Dingern, die du einmal auslöst und durchgehend feuern, über Innenraum komplett einmal sauber machen. Also wirklich, ich rede hier von komplett einmal sauber mit Polster, Leder, Armatur, alles richtig picobello. Also wirklich, wenn ich ein Auto habe, der schaut danach aus wie neu. Dann Außenlack einmal sauber machen, mit dem Clay drüber polieren. Volles Programm. Ich habe extra letztes Jahr eine Poliermaschine gekauft. Und warum ich gerade im Auto sitze, ich bin heute schon fleißig viel unterwegs gewesen. Nämlich, ich habe einmal so ein paar Sachen von mir, eine alte Mikrowelle, eine Lampe und so Zeug mit zu meinen Eltern gefahren, weil die haben Sperrmüll angemeldet. Die haben Sperrmüll angemeldet. Und da die nicht genug haben oder mit der Sperrmüllzettel komplett voll wird und ich das nicht extra nochmal neu anmelden will wegen ein paar Kleinigkeiten, habe ich das einfach mal drüber gefahren. Und ja. Dann bin ich mit meiner Mutter, habe ich den Vlog schon mal aufgenommen, aber da habe ich das so schnell geredet. Ich weiß nicht, wenn meine Mutter dabei ist oder sowas. Ich bin nicht so, weil sie mag das nicht so. Sie will da nicht mehr so im Bild sein und alles, das weiß ich ja. Deswegen mache ich es jetzt nochmal. Und deswegen habe ich da relativ schnell, wenig im Schnelldurchlauf alles durcherzählt und war ich innerhalb von ein paar Minuten fertig, und das war auch blöd. Fand ich selbst auch blöd. Das war einfach so, hätte ich einen Tweet rauslassen können. So, war ich gerade Geschirrspüler kaufen. Ich gehe so schön hin, denk mal, oh, um 9 Uhr macht der seinen Laden auf. Zumindest dachte ich, dass der um 9 Uhr den Laden aufmacht. Hat noch zu. Ja, dann bin ich erstmal zum Metzger gefahren und habe mir was zum Essen geholt. Ich hatte nicht Hunger. Dann bin ich wieder hingefahren. Denkt man so, naja, eine Waschmaschine, hat meine Waschmaschine, die ich da vor ein paar Jahren gekauft habe, 380 Euro oder sowas, hat die gekostet. Was wird ein Geschirrspüler kosten? Wird auch nicht so teuer sein, schätze ich. Habe schon so 400, 500 Euro gedacht. Und dann stehe ich da unten im Keller. Steht da auf den Zettel drauf. 850 Euro, die günstigste. 899. 1499. Ich habe das vom Euronic Summit bei uns in Real geholt. Der hat nicht so viel, aber der kommt auch wirklich vorbei und kümmert sich. Und es ist ein kleinerer Handwerker, der so halt so einen Laden mit hat und so. Der ist echt in Ordnung. Der bringt dann das vorbei, baut dann das auf und alles. Und das ist immer bei dem Preis mit dabei und alles. Ich denke mal so, ach du Scheiße. 400 bis 500 Euro hast du gerechnet. Das hast du jetzt auch. Kacke. Ja, da habe ich mal so gedacht, gibt's hier aber ein günstiger? Dann sagt die Verkäuferin drauf, ja, das ist so ein UVP von Siemens. Wir verkaufen die nicht für den Preis. Jetzt habe ich die für 899, für 699, für 599 bekommen.
Rechnung für 599 habe ich die jetzt und kann man sagen, also die UVP deutlich unterschritten, aber jetzt hätte ich mal kein Spülung kaufen können. Meine hat nämlich jetzt am Wochenende den Geist aufgegeben. Wuhu! Und der ist kaputt. Der hat schon Anzeichen gemacht, dass er nicht mehr lange hält, dass das Rad nicht mehr weiterläuft, weiter gedreht ist, da wo das Programm halt abläuft, was er halt machen soll. Das ist noch so ein älterer. Habe ich damals so bei der Küche dabei gehabt, als ich sie gekauft hatte. War auch gebraucht, gekauft damals. Und ja, Faden verloren. Ja, und die hat ihr Werk geleistet. Ich habe das von einer älteren Dame damals mit abgekauft. Ich habe die Küche jetzt schon 10 Jahre. Ich wohne jetzt schon fast 10 Jahre nicht mehr zu Hause. Also Ende des Jahres werden es 10 Jahre. Jetzt sind es 9,5. Zu meinem Geburtstag kann man sagen. Zu meinem Geburtstag werden es 10 Jahre. Weil ich genau damals zu meinem 18. ausgezogen bin. Freitag sollte es auch kommen und aufgebaut werden und alles und das ist damit drin. Der ist echt in Ordnung. Da habe ich damals meine Waschmaschine gekauft. Da haben wir schon einiges gekauft. Warum fotografieren zurzeit überall die Leute die Stadt? So schön ist sie doch hier gar nicht. Naja, wir sind gleich wieder zu Hause. Ich wusste ganz genau, wenn ich wieder alleine rede, rede ich wieder wegen mehr. Und dann, ja. Freut euch auf die nächsten Vlogs. Ich will da ein bisschen, vielleicht sogar mit Zeitlupen und sowas mitmachen. Ich habe da vielleicht auch eine Kameraschlampe. Jemand, der für mich filmen könnte, mein Bruder, dem werde ich einfach die Kamera in die Hand drücken und dann, werde ich da paar verschiedene Cuts machen und verschiedene Sachen machen, verschiedene Winkel und alles. Nicht nur ein Stativ. Dann gucken wir mal, wie es demnächst so wird. Heute ist es übrigens der x-te Versuch vom Vlog hier. Der erste Versuch von dem Vlog endete darin, dass der Akku leer war. Dann habe ich bei meiner Oma schnell das Ding mal aufgeladen. Dann habe ich den bei meiner Oma schnell mal aufgeladen. Und dann noch mal kurz, wo meine Mutter mit dabei war, da reingequatscht in die Kamera, aber das ist nicht, war auch ein bisschen blöd und ich sehe, die Linse ist komplett dreckert ist die. Die ist dreckert, die Linsen da vorne. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich und die nächsten Vlogs wird schon über dieses Fahrzeug hier gehen. Einmal putzen, einmal sauber machen, einmal auf Komplettprogramm.